Herzlich willkommen in Penisch heute wieder zum Spaziergang. Dann in diesem Sinne, schönen Spaziergang, machen wir schön Krach. Holt die Leute auf die Straße. Dann Feuer frei. So, also spazieren gehen ist gesund. Für Frieden, Freiheit, ja, Gerechtigkeit, Souveränität und natürlich ja, Ehrlichkeit ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ob in der Politik oder im privaten Leben. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich hatte es gerade vor uns gesagt, wo ich aus der Wohnung raus bin. Meine Frau hatte da gerade Fernseher angeschaut und da kam so ein bisschen Nachrichten und da kam natürlich, dass die Schwimmbäder ihre Temperatur wieder angleichen und also etwas anheben. Könnte es sein, dass weniger ins Schwimmbad gegangen sind? Ja, das könnte natürlich sein. Ja, es ist heute ein bisschen überschaulich. Ist eigentlich, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich im Krieg sind, durch eine Außenministerin und einen Kanzler, der alles vergessen hat oder vergisst, ja, ist das doch ja, eigentlich traurig. Aber wir werden sehen, morgen in Chemnitz, dann ist sie auch in Lembach, in Hohenstein, in Burgstedt. Ja, ist morgen auch Spaziergänge geplant. Und ja, wir werden sehen. Ja, also wir haben zurzeit minus 2 Grad hier in Penich. Und ja, trotz der 2 Grad minus möchte ich recht herzliche Grüße aussenden hier aus Penich an andere Gemeinden, Städten, ja, Bundesländer und Länder. Ja, und Erdteile, die hier zuschauen sollten. Ist ja öffentlich, wie gesagt, alles gut. Ja, hier vorne haben wir eine Flagge. Hier sind die rote Linie und natürlich ja, eine Friedensfahne mit einer Friedenslaube drauf. Und wenn man so im Internet so durch oder das Internet so durchschaut, ob das bei Facebook oder woanders ist, YouTube, ja, also. Ich kenne dort keine Leute, die Krieg wollen. Ja, komischerweise. Und wenn eine Regierung eigentlich den Willen des Volkes verkörpern sollte, frage ich mich, wie diese Ampelregierung oder möchte gern Regierung darauf kommt, Waffenlieferungen und uns in einen Krieg verstricken zu wollen. Schon komisch, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal drüber nachzudenken und mehr möchte ich damit eigentlich auch nicht erreichen, um sowas mal ansprechen zu können. Ja, also wie ihr seht, das geht auch ohne Polizei, wunderbar, einwandfrei. Wir fühlen uns auch so sehr, sehr sicher in unserer Heimat, in unseren Städten und es kann aber auch sein, dass weil heute nur ein, also kein Transporter von der Polizei, sondern ein ganz normaler PKW heute nur da war. Also der Staat, der muss auch wahrscheinlich sparen, sparen und nochmal sparen. Und auf anderen Seiten, da wird das Geld milliardenmäßig hinausgeworfen. Und das Schlimme ist eigentlich, dann gibt es Leute in der Politik, die können sich an nichts mehr dran erinnern. Also, oder dann noch Leute, die dann gesagt haben, also mit den 2 Jahren Pandemie, da sind Fehler gemacht worden, aber wir gehen jetzt trotzdem zur Tagesordnung über. Also das ist Wahnsinn. Also das muss aufgearbeitet werden. Punkt. Ja, so sieht's aus. Jawohl, super. Jetzt geht es schon wieder in Richtung Marktplatz und ja, dann werden wir sehen, ob noch jemand reden wird, aber
Ich denke mal, heute ist überschaubar, aber spielt keine Rolle. Ich bin immer noch der Meinung, lieber auch mit wenigen Leuten etwas machen, auf einen Spaziergang oder eine Demo anmelden, wie gar nichts machen. Wie irgendwo auf der Couch oder auf dem Sofa liegen und die Einstellung haben, lass mal die anderen machen. Das muss ich erstmal so auf jeden Fall nochmal mit ins Video reininterpretieren. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! So, also jetzt sind wir wieder auf dem Marktplatz und ja. Oder? Bei den ganzen Leuten. Jetzt. Ja, die 600, die 600 vom letzten Mal. 850 habe ich gezählt. Na, sind da drei, aber Spaß beiseite, Ernst, komm her. Ja, was war die Woche wieder los? Wunderbar, wir liefern jetzt noch Waffen. Panzer. Dann wollen wir noch das hinchecken. Dann checken wir noch unsere Kinder hin, die schön Krieg spielen können dort. Eine kranke Welt, eine kranke Welt. Die vergessen bloß, dass das keine Videospiele sind. Genau. Die Jungs haben ja, die Kinder haben ja alle fein trainiert auf der PlayStation. Ja. Wissen jetzt alle, wie das funktioniert. Ich kann es ehrlich nicht fassen, was hier los ist. Wie wenig Leute hier auf der, in Dänisch eigentlich auf der Straße sind, obwohl unsere Regierung Panzer in die Ukraine schicken. Freunde, wollen wir, dass es nochmal so richtig kracht? Wir wollen das nicht, genau. Und ich hoffe, dass Penisch irgendwann mal aufsteht und sagt, wir stehen jetzt hier für Frieden und für Freiheit. Ja, da war das eine. Und was wieder ganz schlimm war, ja, wieder ein junger Mann mit 19, eine junge Dame mit 15, zu einfach mal so erstochen durch einen verwirrten, leider Einzelfall, wieder mal. Ich weiß nicht, wann wollen wir da mal aufwachen? Mal die Grenzen wieder sichern. Und einfach mal unsere Kinder, unser Volk schützen vor dem, was hier los ist. Ich bin kein Mann der großen Worte, aber ich finde es traurig, was hier abgeht, ehrlich. Und wir stehen immer wieder Sonntag für Sonntag hier und wir sind immer nur dieselben Patrioten. Immer. Und das ist scheiße. Entschuldigung. Gut. Ja, ich bin auch deiner Meinung, besser wie gar nicht. Als wenn wir gar nicht laufen. Und wenn ich daheim sitze auf dem Sofa. So viel kann ich ganz Stuttgart nicht zusammen. Und ich bin von meiner Frau weg. Hat auch Vorteile, ja. Nee, ehrlich, bin ich. Ihr habt auch, es sind auch junge Familien, die Kinder haben. Wo seid ihr? Hallo? Bin ich? Gut, ich will mal ein gutes Wort weitergeben. Ich danke euch erstmal für euren schönen Spaziergang, für die schöne Runde. Danke. Hallo, schönen Abend. Geht. Ihr hört mich, okay. Ich bin der Gunnar Fehlerbo, ich bin ein Peniger, für alle, die hier glauben, wir sind alle nur von außerhalb. Ich bin also ein Peniger und darüber schon seit 22 Jahren. Ich denke, es steht mir zu hier. Ja, im Namen von verschiedenen Menschen oder für Peniger was zu reden. Ich will einfach mal was vorlesen, was ich gelesen habe, was ich hier im Internet gefunden habe, was mir so richtig aus dem Herzen spricht. Warum gehen wir eigentlich? Welche Emotionen haben wir dabei, wenn wir uns um diese Themen kümmern, die uns allen auf die Nase und aus den Fingern brennen? Ich will sie nicht einzeln aufzählen, jeder weiß, es geht. Wir haben Krieg, wir haben Corona-Aufarbeitung, wir haben Leute, die sterben an dem Zeug, alles drumherum. Ich sag einfach mal, wie es mir geht, wie ich mich fühle,
mit dem, was der junge Mann hier geschrieben hat, spricht er mir aus der Seele. Er schreibt, ich verabscheue euch, die ihr jetzt der Meinung seid, Russland von Gedenkveranstaltungen zur Befreiung des KZ Auschwitz ausladen zu müssen. Das hatte der Tom Wellbrock geschrieben. Er schreibt weiter, ich verabscheue meine Regierung und ich könnte er sein, weil ich genauso denke und fühle. Er spricht mir aus der Seele. Ich verabscheue meine Regierung, die alle Informationen hat, die man braucht, um die wahren Gründe des Ukraine-Krieges zu verstehen. Sämtliche Lieferungen in die Ukraine, angefangen bei Helmen und vorerst bei Panzern, verabscheue ich zutiefst. Ich verabscheue die Lügen über die Ukraine als ein demokratisches Land. Ich verabscheue die Medien für ihre Weigerung, ihrem Job als neutrale Berichterstatter nachzugehen. Unsere Außenministerin verabscheue ich für den Hass auf die eigene Bevölkerung. Unsere Außenministerin verabscheue ich auch für den Hass auf die Russen, weil er völlig ungerechtfertigt ist. Das steht ihr gar nicht zu. Sie ist zu jung, sie hat keine Erfahrung. Und was sie kann nicht in historische Dimensionen denken. Genau. Für einen Krieg, der nicht unser Krieg ist, das ganze Land zu gefährden, das ist verabscheuungswürdig. Das ist etwas, was unsere Regierung tut. Ich verabscheue die Kriegstreiber im Lande, die verantwortungslos jeden Tag Tote in Kauf nehmen. Die Rüstungslobbyisten, denen die Rendite ihrer befreundeten Unternehmen wichtiger ist als Diplomatie, die verabscheue ich von ganzem Herzen. Ich verabscheue all jene, die früher einmal die Opposition waren und alles dafür taten, Kriege zu verhindern. Ich verabscheue es, für ein Land, das von Faschisten dominiert wird, Geld und Waffen als Steuerzahler bezahlen zu müssen. Die alltäglichen Missbräuche im Sinne ihrer Amtseide, alles für das Wohl des eigenen Volkes zu tun und Schaden von ihm abzuwenden. Ich verabscheue die kriminellen Macht- und Amtsinhaber. In meinem tiefsten Innersten verabscheue ich die Weigerung, Diplomatie walten zu lassen und zur Deeskalation beizutragen. Ich verabscheue all jene, die die Geschichte umschreiben und Russland absprechen, was es geleistet hat, als es die Welt vom Nationalsozialismus befreite. Ich verabscheue das Land, in dem ich geboren wurde, jeden Tag ein bisschen mehr. Auch mich selbst verabscheue ich, weil ich womöglich über viele Jahre zu wenig getan habe, um dies feindselige Handlung der Politik und unserer Regierung anzuprangern und zu verhindern. Ich glaube, da haben wir alle irgendwo eine gewisse Mitschuld. Wir haben uns zu viele Jahre in Ruhe und Sicherheit gewiegt, in dem Glauben, dass in dieser Demokratie, in dieser Scheindemokratie, die ja heute nur in ihre Masken fallen ist, die von uns Gewählten in unserem Sinne agieren. Ich muss Ihnen nicht sagen, Sie tun es nicht, an keinem Tag. Ich verabscheue ein System, das die dümmsten und gefährlichsten Politiker an seine Spitze setzt. Die politischen Verantwortlichen der Vereinigten Staaten, die seit Jahrzehnten auf den Krieg hinarbeiten, ich kann nicht sagen, wie sehr ich diese Menschen verabscheue. Die Lakaien, die Stiefellecker, die rückgratlosen Politiker im ganzen Land, sie verabscheue ich besonders. Die Vertreter der Europäischen Union, finanziert und gesteuert von Kriegstreibern und Feindrenditenjägern. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mir diese Leute auf den Sack gehen. Ich verabscheue sie. Ihr, die ihr sehenden Auges auf eine atomare Gefahr zusteuert, die nichts als Leid und Tod bringen wird. Euch verabscheue ich so sehr, dass mir die Tränen der Wut und der Verzweiflung oftmals in die Augen schießen. Ihr habt mich verloren. Ihr da oben. Es ist sogar egal, ob ihr doch noch zur Vernunft kommt. Ihr habt mich verloren. Ihr seid für mich nicht mehr da. Ich werde auch nicht mehr für euch da sein. Das sollten wir uns zu eigen machen. Nicht mehr da sein für unsere Regierung. Ich fand diesen Text beeindruckend. Danke für die wahren Worte. Super. Genau. Möchte noch jemand was anderes sagen? Ja, wenn du Russia Today empfangen kannst, kann ich es tun. Ja. Okay. Gut. Das ist Russia Today, das ist von Tom Wellbrock. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und eine angenehme Woche. Stressfrei vor allen Dingen. Wir machen uns viel Spaß. Das ist schön.
Dann in diesem Sinne, ich danke euch, ich danke auch der Polizei. Also dem schließe ich mich an und noch einmal. Nicht im Glauben und nicht die Hoffnung. Ja. Danke. Danke. Ja. Genau. Also dem schließe ich mich auch noch an und wünsche euch auch einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die neue Woche. Morgen bin ich in Chemnitz mit dabei. Nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Ich hoffe, es sind wieder so viele da. Macht's schön gut. Danke. Und man sieht sich auf der Straße. Tschüss.